so, die mit dem Wald steigt. Ah, da oben. Gut. Ja, probier mal. So. Ah. Das ist ja das mit den, Hi. Ist das oben? Ja. Camaradas. Hermanos. Meine Cocaleros. Ich sehe in euren Gesichtern die Narben, die die Männer Santa Blancas in diesem Land hinterlassen haben. Sie stehlen unser Coca, bedrohen unsere Art zu leben, verbrennen Häuser und töten unsere Kinder. Eine Spur der Asche und des Blutes. Das Blut des Volks von Bolivien. Das Blut, das durch die Venen von Tupac Katari, dem großen Aymara-Führer, floss, der die spanischen Conquistadores vor 300 Jahren besiegt hat. Wir sind müde, wir sind hungrig, wir sind einsam, aber das Blut fließt noch immer durch unsere Venen. Wir sind Bolivianer! Mientras que respiremos, seremos libres. Keine Waffe oder Bedrohung. Und kein Kartell kann uns das nehmen. Ich sehe in euren Gesichtern keine Cocaleros. Ich sehe Krieger, Widerstandskämpfer. Ich sehe die Saat der Freiheit. Wir bekämpfen sie überall. Wir sind ihre schlimmsten Albträume, bis sie unser Land verlassen. Heute bin ich kein Cocalero. Heute soll man mich Pak Katari nennen. Und ich leiste einen Schwur, uns, die Rebellen, zum Sieg zu führen. Endlich. Diese, ja. Yeah, klatschen, klatschen, klatschen. Eine Stunde später klatschen, klatschen, er ist noch nicht fertig. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sollen doch... Eingraben. Das Kartell greift hier massiv an, sobald die Übertragung beginnt. Eingraben? Wir sollen uns eingraben? So. Kann ich hier speichern? Nee. Ich hoffe, das ist... Guten Tag. Entschuldigung. Buenas. Von 100, 20 von 150. Okay. Splittergranaten. Na gut. Ich frage euch, hermanos y hermanas, wie lange... Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Wie lange lassen wir sie unser Land stehlen? Wie lange dürfen sie unsere Kinder vergiften? Wie lange dürfen sie unser Land zerstören? Der Sender kriegt ziemlich was ab, Leute. Eröffne das Feuer. Such die Deckung. Los! Verdammte Scheiße! Scharfschütze!
zerstören den Scheiß. Der Sender pfeift aus dem letzten Loch. Das war zu offensichtlich hier. Warte, komm schon. Okay. Verdammt, das war knapp. Shit, der Sender ist schon beschädigt. Das war's. Das sollte die Rebellion anheizen. Gut gemacht, Compadres. Meine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Volk erhebt. Viva la Revolution! Gern geschehen. Und was hast du über Juri und Polito? Noch nichts. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüder in Itaqua bereit, euch bei Bedarf. Ja. Gut. Rebellenrat. Mörser? Verschlüsselungen können wieder eingesetzt werden. Ach, geil. Zu helfen. Meldet euch und sie werden kommen. Ich werde dran denken. Gott. Okay, das war... Compadre, ich hab da vielleicht jemanden, der Informationen über Juri Hippolito hat. Ich höre dir zu. Einer meiner Leutnants konnte ihnen entkommen. Er ist in ein Dorf namens Kulta geflohen. Statt ihn an das Kartell auszuliefern, hat ihn das Dorf versteckt. Verdammt mutig von ihnen. Zur Vergeltung hat Santa Blanca das gesamte Dorf ausgelöscht. Scheiße. Mein Leutnant lebt noch. Vermutlich, um ihn auf noch grausamere Weise töten zu können. Verstanden. Sind unterwegs nach Kulta. Hola. Kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Dann wechsle ich mal wieder. Achso. Sturmgewehr. Das da. Genau. Gut, dann wollen wir mal. Alter, wie groß ist die denn? Wow. Gefangener von Kulta. Wurde von gefangen genommen. Ein in Kulta gefangen gehaltener Rebell könnte wichtige Informationen zu Juri und Polito haben. Befreien Sie ihn und finden Sie heraus, was er weiß. Oder das da. Aber ich nehme trotzdem das da mit. Und ich gehe mal hier hoch. So. Wie weit ist das weg? 500 Meter. Das mache ich zu Fuß hier. 500 Meter den Berg hochjoggen. Das geht. Ja, das hätte ich mir schwerer vorgestellt. Also, klar, ich habe war dann irgendwann mitten in der Pampa drin. Wurde von allen Seiten angegriffen, aber ja, an sich geht das voll. So, durch die Pampa hier.
Willst du mich ver... Wieso ist hier jetzt ein Zaun? Guten Tag. Guten Tag. Fahren Sie weiter? Ich stehe nur hier. Achtung, Feindpräsenz. Sehe zwei Soldaten. Wo hast du sie? Beim Nahrungscontainer. Mhm, habe ich auch gesehen. Kein Nahrungscontainer. Nee, die verarschen einen doch. Tango Nummer 3, das macht 5. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Da ist nur einer. Das ist gut. Dann werden wir zuerst den nehmen. Ich hab dann schon wieder was. Und dann von oben haben wir ein besseres Schussfeld. Da kommen gerade zwei. Geh in Position, eine gute Position. Alles klar, geh in Position. Ich habe das Ziel erfasst. Gib Zeichen. Ich hole mir dann den Scharfschützen oben. Nee, doch nicht. Tango, halte Tangos an. Das war knapp. Ich feiere es, wie sie schießen. Also. Durch alles durchschießen, egal. Ja. Aber hier kommen wir sowieso noch mal hin. Feinde, passt auf! Ja, schon klar. Drohne fliegt. Das sind nur die drei, ne? Ich gehe in Position. Noch eine bessere Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Roger, Ziel. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Geh in Position. Hab das Ziel. Hab ihn. Greife an. Das war scheiße knapp. Wieso? Das war doch knapp, aber da ist anscheinend noch irgendein. Was ist da denn noch einer?
Wahrscheinlich schlafen die. ¿Por qué no se reportó ayer? ¿Qué ocurrió? Hace día que las rutas están vacías ya. Der schläft im Reden. Wieso schlafen die eigentlich mit Helm und mit in voller Montur und so? Schon interessant. So. Einmal flapp. Einmal flapp, 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 flapp. Hier ist das Wichtigste da oben. Hier. Einmal bitte einen Fähigkeitspunkt. Ja. Ich will kein Schalldämpfer, ne? Ah, ja, schon ein nices Teil. Aber das bringt uns ja nichts, nicht weiter, wenn das kein Schalldämpfer hat. So, wir haben ein. Nee. Ein Fähigkeitspunkt reicht nicht. Was ist hier gelernt? Das ist dann passiert. Hä? Traigo una sed que parecen dos. Geh in Position. Ziel markiert. Feind am Boden. Der hat den gerade. Ja, egal. Ich muss ja nicht alles so. Ja, gut. Wie weit noch? 2 Kilometer, Alter. Gibt's hier nicht irgendwo. Ah, da gibt's einen Helikopter. Da oben. Irgendwo da oben gibt es einen Helikopter. Irgendwo da oben, das hab ich gerade freigeräumt hier. Tobi. Fokus. Mit dem Fliegen geht so viel schneller. Das ist echt krass. Gewitter zu fliegen ist auch nicht ganz so clever.
Kulter schwelt das Feuer noch. Ausschau halten nach dem Rebellen, der hier festgehalten wird. Alles klar. Erstmal mit der Drohne. Oh nein. Hab noch einen Tango. Ein Scharfschütze. Hier sind ein paar Sicarios. Drinnen in der Kirche. Nein, wir dürfen das ja Ganze nochmal. Da ist noch einer. Mach 10. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Scheiße. Ich sehe hier zwei Narcos. Bei der Kirche. Ach, deswegen war in der Zelle keiner drin. Wollen wir hier auch noch mal zu. Hey, Kartellschütze! Bei der Kirche. Ja, den habe ich ja auch schon. Dann machen wir alles nochmal. Freude, Freude, Freude. Dieses Mal sind da ein paar mehr. Wie der weggeschleudert wurde. Mit der Drohne. Wer den am besten sieht. Okay, da ist einer. Was? Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Ich hab das Ziel. Roger, Ziel erfasst. 15 Leute. Ein Drecksack weniger. Dann der nächste Multischuss ist dann, sind dann die drei. In 17 Sekunden. Okay, dann mit der Kirche müssen wir dann mal schauen, wie wir das am besten machen. Geh in Position, eine bessere Position. Habt ihr? Ziel erfasst. Shit, ich muss die Position wechseln. Bereit, auf deinen Befehl. 3, 2, oh Gott. Schub. Schieße! Krass. Der hat ihn fast nicht getroffen, aber okay, der eine von uns, der hat ja, oder zwei von uns haben Maschinengewehre und keine Sniper. Und der eine hat noch einen Sniper. Aber der andere nicht. Okay, da sind alle da drin. Ein bisschen ärgerlich. Nochmal die Drohne. Die Drohne ist oben. Es sind 10 Ziele. Immer noch
10, also 5 habe ich ja schon mal. Ah, das ist gut, ja. Yeah. Die gehen gerade alle weg. Ach, das ist jetzt praktisch, okay. Ich gehe in Position, suche eine gute Position. Ich habe das Ziel. Alles klar, ich gehe in Position. Gib Zeichen. Das Ziel ist weg. Tango ist tot. Ja, da drin, das wäre auch ein bisschen cheaten. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist praktisch, dass meine Leute unsichtbar sind. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Roger, shit, ich muss die Position wechseln. Bereit, auf deinen Befehl. Erledigt. Sehr schön. Hey, abre la puerta, compa. Öffne die Tür. Yeah.